Tiere in Not schützen und unterstützen, das ist eines unserer Ziele hier bei Tierisch München. Heute wollen wir Ihnen Louis und Luna vorstellen. Beide leben hier beim Tierschutzverein in Starnberg und suchen ein neues Zuhause. Außerdem haben wir diese Themen für Sie. Umzugsbereit. Meerschweinchen aus dem Tierschutzverein Starnberg suchen ein neues Zuhause. Unzertrennlich. Katzenduo Luna und Louis möchten zusammen in den Rest ihres Lebens starten. Und ungewöhnlicher Einsatz. Die Feuerwehr München rettet einen Skorpion in Schwabing und bringt ihn in die Reptilienauffangstation. Wir starten in die Sendung und zwar mit Luna und Louis. Beide sind schon etwas älteres Semester und schon ein bisschen länger bei euch, weshalb die unbedingt ein neues Zuhause suchen. Du magst uns die heute ein bisschen vorstellen, liebe Tanja. Erzähl uns doch mal was über sie. Also die beiden, die sind zu uns gekommen, weil leider das Frauchen verstorben ist. Die Luna ist 13 Jahre alt, der Louis ist 11 Jahre alt. Was man jetzt gerade nicht sieht, Louis hat nur noch ein Auge. Beide waren aber tatsächlich als Freigänger unterwegs und das würden wir uns auf jeden Fall auch wieder wünschen, dass die beiden im neuen Zuhause dann auch nach draußen dürfen. Das bedeutet also, dieses eine Auge schränkt den Louis gar nicht ein, oder? Er ist schon tatsächlich, also jetzt in eine ganz stark befahrene Straße würden wir nicht vermitteln wollen, aber wenn es ein schöner Garten ist, wo er viel zu bieten hat, wo er viel klettern kann, dann wäre das ideal. Wie geht's den beiden sonst so? Haben die irgendwelche Krankheiten, die man berücksichtigen müsste? Nee, die sind ansonsten fit. Wir haben Blut abgenommen, haben eben einmal komplett auf links gedreht. Da ist alles in Ordnung. Ist halt nur tatsächlich das Alter, was jetzt einfach schon ein bisschen höher ist. Und deswegen denken wir auch, dass weniger Interessenten kommen. Schade eigentlich, gell? Weil beide sind sehr streichelbedürftig, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Wie ist so der Tagesablauf bei euch? Ich weiß, ihr habt wenig Zeit und könnt nicht immer streicheln, aber du machst es schon auch gern, oder? Auf jeden Fall, vor allem jetzt gerade die Feldpflege darf natürlich bei den beiden nicht zu kurz kommen. Und wir sind auch sehr froh, dass wir unsere ehrenamtlichen Helfer hier dann auch einspannen können, die da auch wirklich viel Zeit und Liebe investieren. Jetzt hat der Louis ja ein Auge gar nicht mehr. Bei der Luna hat man gerade gesehen, da ist auch ein bisschen die Pupille vergrößert. Ist das was, was man in Zukunft beachten muss? Es sollte auf jeden Fall regelmäßig beim Augenarzt vorgestellt werden. Also einmal im Jahr einfach ein Check-up. Wir waren jetzt vor kurzem erst bei der Augenspezialistin und da ist aber alles in Ordnung. Und die beiden kennen sich ihr Leben lang wahrscheinlich schon, sind zusammen hierher gekommen und wollen deshalb auch zusammen ausziehen. Genau, das wäre natürlich unser Traumplatz, wo die beiden zusammen ausziehen dürfen. Haben die neuen Besitzer die Möglichkeit auf weitere Haustiere oder würdest du sagen, lieber nur die zwei? Ich würde am Anfang tatsächlich nur die zwei empfehlen, dass die jetzt einfach erstmal ankommen können und ihren Altersruhe jetzt erstmal genießen können. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und Luna und Louis unbedingt kennenlernen möchte, wie funktioniert das bei euch? Bei uns gerne übers Kontaktformular auf der Homepage und dann machen wir einen Termin aus zum Kennenlernen. Dieser Skorpion hat sich nach Schwabing verirrt. Eigentlich kommt er aus Südeuropa. Jetzt ist er in der Reptilienauffangstation gelandet. Es kann sein, dass der zum Beispiel aus Kroatien, aus Südtirol, aus Spanien mitgebracht wurde. Also einfach im Auto, nach einem Urlaub, im Koffer, wie auch immer, wurde der versehentlich mitgebracht als blinder Passagier. Es kann aber genauso gut sein, dass der schon in Deutschland längere Zeit lebt, weil die eben gerade in den Stadtgebieten, wo es eben von der Temperatur her relativ milde ist, auch im Winter finden die dann gute Quartiere in irgendwelchen Garagen, Kellern und so weiter und können sich dann hier auch etablieren oder haben sich hier schon etabliert. Also es könnte auch einer sein, der schon länger in Deutschland lebt. Der Skorpion ist kein Einzelfall. Immer öfter tauchen auch die Nosferatu-Spinne aus Nordafrika und die Kettennatter aus Kalifornien in Deutschland auf.
In Deutschland gibt es aktuell 1015 Neobiota-Arten, also Pflanzen, Tiere oder Pilze, die sich ausbreiten konnten und in der Natur etabliert sind. Dazu zählen 449 Tierarten. Durch Handelswege auf dem Schiff oder durch Reisegepäck mit dem Flugzeug gelangen die Tiere zu uns nach Deutschland. Doch nicht alle gebietsfremden Tierarten sind gleichzeitig auch invasiv. Eine eingeschleppte Art gilt nur dann als invasiv, wenn sie sich im neuen Gebiet fest etabliert hat und einheimische Arten und Ökosysteme bedroht. Manche invasive Tierarten können sich hier eben sogar besser vermehren oder besser verbreiten als die heimischen und verdrängen dann heimische Tierarten. Die heimischen Tierarten, die eigentlich hier vorkommen sollten, haben dann keine Chance mehr gegen die invasiven Arten und können eventuell sogar aussterben. Die Reptilienauffangstation nimmt jedes Jahr bis zu 20 Skorpione auf. Meistens sind sie harmlos, aber ab und zu gibt es auch giftige. Bei dem Skorpion ist ganz klar, am besten sicherstellen, weil so ein Tier ist doch recht flink teilweise. Das heißt, ein Glas drüber, wie wenn man eine Wespe zum Beispiel sicherstellt, einfach Glas drüber, ein Foto machen und am besten an uns schicken, an die E-Mail-Adresse von uns und dann können wir die Art bestimmen. Jetzt wartet der Skorpion auf ein neues Zuhause. Vielleicht in einem Zoo oder bei einem privaten Halter im Terrarium. Die letzten beiden Skorpione wurden erfolgreich an einen Wildpark vermittelt. Zurück im Tierschutzverein Starnberg und wir haben ein bisschen den Ort gewechselt. Und wollen jetzt mit dir zusammen, Melanie, ein paar Meerschweinchen vorstellen, weil davon habt ihr einige. Alle suchen neues Zuhause. Genau. Wen habt ihr denn da? Also wir haben ganz verschiedene Würfe gerade da, viele Abgabetiere. Eine auch, die wir beschlagnahmen mussten. Die ist leider schon wieder schwanger. Also die hat quasi einen Wurf geboren. Kam dann mit diesem Wurf schon zu uns, ist aber jetzt schon wieder schwanger. Das heißt, da kommen dann auch noch mal welche nach, sind ganz frisch. Das ist ja auch immer das Schwierige bei so einer Beschlagnahmung. Ihr nehmt die Tiere an, viele davon sind aber schon schwanger, trächtig und ihr habt dann gleich noch mal fünfmal so viel. Genau, also die sind auch nicht artgerecht gehalten worden. Die waren in einem winzig kleinen Käfig, drei erwachsene Tiere, zwei Männchen, beide nicht kastriert. Und ein Weibchen und die hatte halt schon ihre Jungen, 6 Stück. Und bei Meerschweinchen ist es halt einfach so, dass sie direkt wieder schwanger werden können, sobald die Meerschweinchen geboren sind. Das heißt, es war direkt wieder bei 2 Männern. Wieder. Genau, und jetzt kommen halt nochmal welche wahrscheinlich. Also entweder diese Woche oder nächste Woche. Wie lange dauert es dann, bis die dann wieder vermittelt werden können? Müssen wir dann schauen, ob es halt mehr Jungs oder mehr Mädchen sind. Also die Jungs würden wir vorher noch kastrieren. Das kann man aber frühestens mit 5-6 Wochen so machen. Das heißt, also die bleiben auf jeden Fall 1-2 Monate da. Also die Mädchen können ein bisschen eher raus, aber die Jungs mindestens 2 Monate. Was an sich ja nicht schlimm ist, weil wenn sich jemand für Meerschweinchen interessiert, habt ihr noch genügend andere. Ja, auf jeden Fall. Und da sind echt süße dabei. Also wir haben jetzt auch wieder eins vermittelt, was so herzförmiges Fell dann hatte. Also das sind wirklich ganz super Liebe auch dabei. Also wir haben auch 2, die sind wirklich sehr zahm. Die kommen auch direkt hin, wenn man Futter anbietet. Und dann haben wir auch welche, die sind eher zurückhaltend, weil die aus größeren Gruppen gekommen sind. Und umso größer die Meerschweinchengruppe ist, umso weniger sind die halt auf den Menschen bezogen. Aber wenn man jetzt eine kleinere Gruppe hat von 2-3 Tieren, dann wären die schon auch zutraulich. Es sind halt aber keine Streicheltiere, aber so zum Füttern. Und auf jeden Fall Gruppenhaltung, gell? Also kein Einzeltier. Nee, also einzeln gehen die halt wirklich ein. Also kann man sich vorstellen, wie so eine Pflanze einfach. Die werden dann ganz traurig und lustlos und dick und das macht denen halt keine Freude. Also man tut den Tieren damit nichts Gutes, auch wenn man sagt, man hat sehr viel Zeit. Die brauchen einfach wenigstens einen Artgenossen dann noch dazu. Ist auch beim Meerschweinchen nicht so kompliziert. Die können sowohl in Männergruppen als auch in Frauen-WGs oder halt gemischt leben. Da sind die gar nicht so anspruchsvoll. Wie stellt ihr euch so das neue Zuhause für die Meerschweinchen vor? Was brauchen die? Also brauchen auf jeden Fall Platz, also mehr als man meint. Also diese handelsüblichen Käfige sind meistens viel zu klein. Ich habe jetzt wieder eine Marke Eigenbau gesehen, die fand ich ganz schön. Da hat man halt 2 große Käfige miteinander verbunden über so eine quasi Rennbahn, wo sie halt auch viele Versteckmöglichkeiten haben. Die brauchen Meerschweinchen halt unbedingt, weil sie eigentlich immer nur von Versteck zu Versteck rennen. Und
ja, man sollte schon 3-4 Quadratmeter, wäre schon super, wenn man die bieten kann. Man kann es auch übereinander machen, aber ist für Meerschweinchen halt nicht so praktisch, weil, wie gesagt, die sind halt Verstecktiere. Mhm. Die mögen das so wie hier. Die kommen einfach nicht raus. Die sind ja später bestimmt noch mal. Genau, also wenn wir dann ihr Zuhause wieder geräumt haben, dann kommen sie bestimmt auch wieder raus. Er ist ja schon ganz neugierig. Da merkt man das auch, gell? Also man sieht ganz offensichtlich, es sind keine Streicheltiere, es sind keine Tiere, die jetzt irgendwie auf dem Schoß sitzen möchten. Nee. Die brauchen sich untereinander als Artgenossen, aber uns Menschen eigentlich nur zum Füttern. Ja, also ein bisschen mehr ist es schon. Also sie sind jetzt nicht nur zum Füttern. Wie gesagt, die können schon auch zahm werden, aber es ist jetzt nicht wie Hund oder Katze, die man sich halt wirklich auf den Schoß nimmt zum Streicheln. Wenn die dann zahm sind, kann man auch schon mal drüber streicheln. Finden die auch ganz toll, vor allen Dingen, wenn man dann noch ein kleines Leckerli dabei hat. Also die mögen zum Beispiel auch Dill sehr gerne oder Petersilie. Damit kann man die ganz gut locken oder ein Apfelstückchen. Dann sind die schon glücklich und zufrieden. Jetzt habt ihr ja ganz viele Meerschweinchen hier, aber bei euch ist es schon so, dass ihr euch untereinander, also die Tierschutzvereine, unterstützt, oder? Wenn der genau. einer schreit, ich brauche Hilfe, ist der andere da. Genau, also gerade wenn so größere Beschlagnahmungen sind, das ist meistens auch zu viel für ein Tierheim. Mhm. Und da wird sich dann schon abgesprochen, wenn jetzt ein anderes Tierheim ein bisschen mehr Platz hat, dass man dann halt quasi tauscht. Also Dachau hat jetzt zum Beispiel sehr viele Katzen aufgenommen, die haben dafür einen Kleintierbereich geräumt und wir haben dann halt gesagt, wir haben den Platz, wir können noch Kleintiere unterbringen und deswegen haben wir da quasi einen Tausch gemacht, ein paar Katzen nach Dachau und ein paar Kleintiere zu uns. Und jetzt wollen wir ein paar Kleintiere wieder in die weite Welt entlassen, genau, damit genau. ihr wieder ein bisschen Platz habt. Ja. Also es war auch schön bei uns, aber die freuen sich natürlich über ein bisschen mehr Persönlichkeit. Wir sehen sie ja doch nicht so oft. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Tipps und Eindrücke mitnehmen, wie Sie Mali und alle anderen Tierschutztiere unterstützen können. Zeigen wir Ihnen online auf münchen.tv. Auch die Steckbriefe unserer heutigen Kandidaten finden Sie dort. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.